Hallo, in diesem Video geht es um das Themengebiet Daten und Zufall. Dieses Themengebiet ist ja ab 2023 der Abschlussprüfung der Realschule Bayern zu finden. Doch da es nur nicht so viele Übungsaufgaben dazu gibt, zeige ich jetzt anhand von der Aufgabe aus der Mittelschule Bayern, wie sowas vielleicht aussehen könnte. Hierzu als Beispiel die Abschlussprüfung von 2022 der Mittelschule Bayern, Aufgabegruppe 1 und Aufgabe 10. Ja, die Prüfungen findet man selber in der Bayern Cloud Schule im Prüfungsarchiv. Einfach entsprechend angucken. Okay, ein Glücksrad ist in gleich große Sektoren unterteilt. Auf jedem Feld befindet sich eines von drei Symbolen, siehe Skizze. Wir haben das Quadrat bzw. Rechteck, Viereck, den Kreis und das Dreieck. Ah, das Glücksrad wird zweimal nacheinander gedreht. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm mit den möglichen Ergebnissen und beschriften Sie die Äste mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Wir fangen an. Ich lege mir zuerst meinen Startpunkt fest und gucke mal, was habe ich alles gegeben. Wichtige Angabe: Das Glücksrad ist in gleich große Sektoren unterteilt. Damit können wir nach den Wahrscheinlichkeiten sehr einfach angeben. Das Glücksrad wird zweimal nacheinander gedreht. Das heißt, ich habe ein zweistufiges Experiment. Wir müssen ein Baumdiagramm zeichnen und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten eingeben auf den Ästen. Gut, fangen wir an. Also unser Startpunkt. Die erste Überlegung gilt jetzt, wenn ich das Glücksrad drehe, was für Ereignisse können denn eintreten? Ich kann entweder das Rechteck, den Kreis oder das Dreieck drehen. Und genau diese Aufwertung gibt es jetzt hier. Möglichkeit 1, Rechteck, Möglichkeit 2, Kreis, Möglichkeit 3, das Dreieck. Man kann sie auch anders anordnen, das spielt eigentlich keine Rolle. So, das Ding wird zweimal gedreht, das heißt, ich habe jetzt hier genau nochmal das gleiche Spiel. Ich kann, wenn ich das Rechteck gedreht habe, nochmal Rechteck drehen, nochmal Kreis oder Dreieck, Rechteck, Kreis, Dreieck und hier auch hier nochmal Rechteck, Kreis und das Dreieck. Jawohl, also Baumdiagramm ist gezeichnet, einfach so auffächern und jetzt heißt es, gebe die möglichen Wahrscheinlichkeiten an. Dazu geben wir jetzt wieder das Glücksrad und zählen mal durch, wie viele von diesen gleichartigen Sektoren gibt es überhaupt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also insgesamt 12 Stück. Das heißt, beim ersten Mal drehen habe ich eine Auswahl von insgesamt 12 Möglichkeiten. Ich schreibe es hier ein erstes Drehen. So, jetzt muss ich nur zählen, wie viele Rechtecke habe ich. Das ist ein bisschen leicht, weil die farbig sind. 5 von 12 Sektoren sind mit Rechtecken. Ja, die sind auch nicht unterscheidbar, das heißt, ich habe keine Chance festzustellen, welches zum Beispiel von diesen beiden Rechtecke ich drehe. Rechteck ist Rechteck, Punkt. So, von den Kreisen habe ich 4 Stück und von den Dreiecken habe ich 3 Stück. Deswegen heißen hier die Wahrscheinlichkeiten 4 Zwölftel und 3 Zwölftel. Beim zweiten Mal drehen stellt man vielleicht fest, dass sich die Wahrscheinlichkeiten überhaupt nicht ändern. Ja, mit der Tafel passiert nicht, die ist noch genau gleich wie vorhin. Ich habe nach wie vor 5 von 12 Feldern, die ein Rechteck sind, 4 von 12 Feldern, die ein Kreis sind und 3 von 12 Feldern, die ein Dreieck sind. Und das mache ich jetzt an den anderen Stellen da genauso. Das ist jetzt leider ein bisschen Schreibarbeit. So, und 3 Zwölftel für das Dreieck. Jawohl, da haben wir eigentlich schon den ersten Teil fertig. Wir haben das Baumdiagramm und wir haben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Nächste Aufgabe. Das Glücksrad wird dreimal nacheinander gedreht. Also gleich schon eine Information. Berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Pfeil zuerst auf ein Dreieck, dann auf ein Viereck und danach auf einen Kreis zeigt und geben Sie diese in Prozent an. Also, Wahrscheinlichkeit für Dreieck, Viereck und Kreis. Das ist einfach sinnvoll, das mal im Baumdiagramm zu markieren. Kann man mit Farbstift machen. Ich komme zuerst auf das Dreieck, vom Dreieck aufs Viereck und danach auf den Kreis. Ja, man sieht schon, man braucht hier so eine dritte Stufe drin. Die kann man einfach für diesen einen Fall ergänzen, macht ja nichts. Und auch die Wahrscheinlichkeit ist uns bekannt, nämlich der Kreis war ja immer 4 von 12, also 4 Zwölftel. Wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit von diesem Pfad wissen möchte, also wann ist es erst ein Dreieck, dann ein Viereck und ein Kreis, dann muss ich die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der Äste multiplizieren. Das ist die Pfadregel, die hier drüben in der Formelsammlung steht. Also P ist gleich 3 Zwölftel haben wir oben, mal 5 Zwölftel,
mal 4 Zwölftel. So, jetzt kann man Taschenrechner zur Hilfe nehmen, um das auszurechnen. Und dann kriegen wir 60 und 1728. So, Achtung, hier heißt es jetzt, geben Sie diese in Prozent an. Also ich darf jetzt die Kommazahl nicht alleine stehen lassen, weil die wollen hier als Antwort eine Prozentzahl. Wie rechne ich das um? Bruch in Taschenrechner eingeben, 60 geteilt durch 1728. Ein Bruchstrich ist nichts anderes als geteilt durch. Und dann kriege ich einen Wert von ungefähr 0,035. Ich runde jetzt auf 3 Nachkommastellen, einfach um nachher die Prozentzahl ein bisschen genauer angeben zu können. So, 0,035 für Prozentumrechnung heißt es, die Kommastelle um 2 Stellen nach rechts verschieben und dann sind es 3,5%. Gut, nächste Aufgabe. Das Glücksrad wird 4-mal nacheinander gedreht. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass nicht 4-mal hintereinander ein Kreis angezeigt wird. Also es wird 4-mal gedreht. Vierstufig also und wieder Wahrscheinlichkeit berechnen in Prozent, dass nicht 4-mal hintereinander ein Kreis angezeigt wird. Also, jetzt könnte ich natürlich wieder hergehen, gehe ich ins Baumdiagramm und alle Pfade abklappern, die diese Bedingung erfüllen. Ja, das wäre einmal dieser Pfad hier mit unten auf der Aufteilung, dieser Pfad, der Pfad, hier, der wird sich unten noch aufteilen, weil ich ziehe ja 4-mal, der Pfad, der Pfad, der Pfad, der Pfad und die ästeln sich auch noch alle auf, also man merkt schon, es werden verdammt viele. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert, wenn es nur ein Ereignis ist, das wir hier überprüfen müssen, geht es nämlich über das Gegenereignis viel schneller. Wir gehen wie folgt vor, wir überlegen uns, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann 4-mal der Kreis vorkommt. Ja, ich erweitere im Prinzip hier gerade mein Baumdiagramm und jetzt benutze ich hier allein nur diesen Pfad, der mir anzeigt, es kommt 4-mal der Kreis vor. So, das rechne ich jetzt aus. P für 4-mal Kreis ist gleich, was war es, 4 Zwölftel mal 4 Zwölftel mal 4 Zwölftel mal 4 Zwölftel. Ja, also diese Pfad einfach runter multiplizieren. So, dann habe ich hier 256 und unten mit dem Taschenrechner natürlich auch wieder 20.736. Wir müssen das hier in Prozent angeben, das heißt wieder umrechnen. 256 geteilt durch 20.736. Ich runde wieder auf 3 Nachkommastellen, um die Prozentzahl etwas schöner angeben zu können. 0,12 und das sind dann 1,2%. Hier einfach das Komma um 2 Stellen verschieben. Gut, wir sind aber noch nicht fertig, weil das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass 4-mal der Kreis drankommt. Wir brauchen aber die Wahrscheinlichkeit, dass genau das nicht eintritt. Das macht man jetzt über das Gegenereignis. Keine 4 Kreise ist gleich. Und Gegenereignisse macht man immer 100% minus das, die Prozentzahl, die man im Gegenereignis hat. Also 100% minus 1,2% sind 98,8%, also heißt zu 98,8% kommen keine 4 Kreise hintereinander. Aufgabegruppe 2 hat auch noch eine Aufgabe mit drin gehabt, hier die Aufgabe 4. In einem Behälter befinden sich 8 gelbe und 3 weiße Spielbälle für ein Kickerturnier. Serkan nimmt nacheinander 3 Spielbälle ohne Zurücklegen aus dem Behälter. Dies geschieht nach dem Zufallsprinzip. A. Stellen Sie den Ablauf in einem Baumdiagramm dar und beschriften Sie die Äste mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Gut, die wichtigen Informationen. Wir haben 8 gelbe und 3 weiße Spielbälle, die in einem Behälter drin sind. Ganz wichtig, es wird nicht zurückgelegt. Oben beim Glücksrad hatten wir den Fall, dass es im Prinzip, würde man es auf Bälle ummünzen, zurückgelegt wurde. Ja, das Glücksrad hat sich nicht verändert, aber hier verringert sich die Anzahl der Kugeln im Behälter, wenn ich eine rausnehme, aber keine zurücklege. So, wir müssen ein Baumdiagramm zeichnen und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten eintragen. Wir beginnen wieder mal an einem Startpunkt und überlegen uns, was für Möglichkeiten besitzen wir denn beim ersten Mal ziehen. Ja, es kann entweder eine gelbe Kugel rauskommen oder eine weiße Kugel. So, ich muss
drei Spielbälle ziehen. Ja, das ist vielleicht noch wichtig. Dreimal muss gezogen werden. Erstes Mal ziehen ist das. So, wenn ich eine gelbe rausgezogen habe, kann ich natürlich wieder eine gelbe oder eine weiße ziehen. Hier genauso, wenn ich eine weiße gezogen habe, kann ich weiß oder gelb ziehen. Und das Ganze nochmal gelb-weiß, gelb-weiß, gelb-weiß und gelb-weiß. Vielleicht an der Stelle auch nochmal überprüfen, haben wir so viel Weiße überhaupt drin, beziehungsweise so viel Gelbe. Ich habe 8 Gelbe und 3 Weiße. Passt also. Hätte ich jetzt noch ein viertes Mal gezogen, dann wäre keine weiße Kugel mehr da beim vierten Mal ziehen. Dann bräuchte man den ersten nicht mitnehmen. So, haben wir hier aber nicht den Fall. Das heißt, das Baumdiagramm ist fertig. Wir müssen dann die Wahrscheinlichkeiten eintragen. So, hier gilt wieder nachzählen, wie viele Kugeln haben wir insgesamt. 11 Stück, das heißt beim ersten Mal ziehen, ja, 8 plus 3 sind 11, haben wir 11 Kugeln drin. Wie viele gelbe sind es? 8 Stück. Wie viele weiße sind es? 3 Stück. Also 8 von 11 sind gelb und 3 von 11 sind weiß. So, beim zweiten Mal ziehen habe ich jetzt hier eine gelbe schon rausgezogen. Wie viele gelbe bleiben da noch übrig? Logischerweise 7. Und wie viele Kugeln befinden sich noch im Behälter? Natürlich 10 Stück, weil ich habe ja eine rausgenommen und nicht zurückgelegt. Deswegen ist hier das Zurücklegen ganz wichtig, weil sich hier im zweiten Ziehen die Wahrscheinlichkeit im Nenner, also die Zahl im Nenner verringert. So, von den Weißen habe ich in dem Fall noch alle 3 drin liegen. Die kann ich so angeben. Wenn ich eine Weiße gezogen habe, sind noch die 8 Gelbe drin und aber nur noch 2 Weiße. Beim dritten Mal ziehen, ja, wenn ich 3 Kugeln rausziehe, ist jetzt natürlich wieder eine weniger drin, also noch von 9 Kugeln. Wenn ich schon 2 Gelbe rausgezogen habe, dann sind noch 6 drin. Und noch alle 3 Weiße, also 3 Neuntel. Dann, wenn ich eine Gelbe und eine Weiße rausgezogen habe, sind 7 von 9 sind noch gelb. Und dafür 2 von 9 noch weiß. Das gleiche auf der rechten Seite. Wenn ich zuerst eine Weiße und dann eine Gelbe rausgezogen habe, sind noch 7 von 9 Gelbe drin und noch 2 von 9 Weiße. Habe ich 2 Weiße rausgezogen, gibt es noch 8 von 9 Gelbe und noch eine von 9 weißen Kugeln. So, damit habe ich sämtliche Wahrscheinlichkeiten angegeben. Ja, kann man im Prinzip auch nochmal überprüfen. Hier, wenn ich so einen Pfad abwärts zähle, dann sehe ich ja, wenn ich immer Weiße rausnehme, dann verringert sich die Anzahl der weißen Kugeln. Wenn ich jetzt über eine Gelbe gehe, dann sehe ich auch, oben habe ich noch 3, dann sehe ich eine Gelbe. Dann sind nur noch 2 im drin, also kann man das auch recht gut überprüfen. So, es gibt noch eine Aufgabe B. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bei dreimaligem Ziehen mindestens 2 gelbe Spielbälle gezogen werden. Also wir haben hier das dreimalige Ziehen und jetzt müssen wir noch die Pfade abgehen, wo mindestens zwei gelbe Spielbälle gezogen werden. Ja, mindestens, das heißt, es dürfen auch 3 gelbe Spielbälle gezogen werden. So, also Pfad mal einzeichnen. Ich kann zum Beispiel gelb-gelb ziehen. So, an dieser Stelle brauche ich eigentlich gar nicht weitergehen, weil ich habe jetzt schon 2 gelbe. Ja, erste gelbe, zweite gelbe, egal was ich jetzt ziehe, das ist in der Wahrscheinlichkeit schon drin. Also den Pfad kann ich hier tatsächlich beenden. Wer möchte, kann aber die beiden Äste unten noch entlang fahren. So, wenn ich eine gelbe gezogen habe und dann eine weiße, dann kann ich natürlich nochmal eine gelbe ziehen. Das passt. Wenn ich zuerst eine weiße gezogen habe, dann brauche ich ja mindestens 2 gelbe. Das heißt, ich brauche jetzt eine gelbe und dann nochmal eine gelbe. Jetzt schaue ich es mal an. Alle anderen bekomme ich keine 2 gelben mehr zusammen. Das heißt, diese Pfade sind für unsere Aufgabe nicht mehr relevant. So, und jetzt die Wahrscheinlichkeit muss ich jetzt wie folgt berechnen. P ist gleich. Ich muss jetzt jeden Pfad einmal einzeln abklappern und dabei den Pfad multiplizieren. Ja, der erste Pfad wäre zum Beispiel 8 Elftel mal 7 Elftel. Wieder ganz normal multiplizieren. So, aber es gibt hier noch mehrere Pfade und die kommen auch noch mit dazu. Das heißt, ich rechne hier plus den zweiten Pfad. Das ist jetzt hier
was ich in der Formelsammlung habe als Pfadregel, Summenregel zu finden. So, plus der Pfad, zweite Pfad, das waren 8 Elftel mal 3 3. Gut, dass mir der Fehler noch aufgefallen ist, 7 Zehntel natürlich, mal 3 Zehntel und mal 7 Neuntel. Ja, ich habe jetzt zuerst diesen Pfad hier, mache es mit der Rot wieder zu. Und als zweiten habe ich jetzt diesen Pfad hier, die anderen beiden Pfade. Das hier hinten, das habe ich schon abgeklappert, indem ich da oben geändert habe bei den 7 Zehntel. Und der Pfad hier ist nicht mehr gültig, weil da habe ich keine zwei gelbe Kugeln. So, was ich noch brauche, ist dieser Pfad hier. Die anderen rechts nebendran sind nicht gültig, weil da habe ich keine zwei gelben Kugeln mehr. Also brauche ich die noch plus 3 Elftel mal 8 Zehntel mal 7 Neuntel. Ja, viele Brüche, tolle Arbeit für einen Taschenrechner. Hier steht jetzt auch nichts mit Prozent. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich am Schluss eine Kommazahl stehen lasse oder einen Bruch stehen lasse. Ich kann noch kürzen, wenn ich was zum Kürzen finde. Aber selbst das ist nicht erforderlich am Schluss. Also, ja, rechnen wir es durch. Den ersten Teil können wir vielleicht im Kopf rechnen. 8 mal 7 sind 56. 56 Hundertzehntel plus, ja, jetzt brauche ich auch einen Taschenrechner. 110 mal, ja, das hat es gerade am Kopf geschafft. Das sind unten 990. 8 mal 3 mal 7. 168 und dann haben wir hier plus nochmal 3 mal 8 mal 7 haben wir gerade gehabt und unten auch nochmal 990. Ja, man kann auch die ganzen Sums hier einmal in den Taschenrechner eingeben und auf ist gleich drücken. Der gibt dann wahrscheinlich eine Kommazahl aus, ist vollkommen in Ordnung oder jetzt hier den Bruch stehen lassen. So, um das zu addieren, müsste ich den ersten, müsste ich die noch gleichnamig machen, das heißt den ersten noch mit 9 erweitern. Sind dann 504 990 plus 168 990 plus 168 990 und das jetzt noch zusammenzählen, 504 plus 168 plus 168 sind 840 990. Ja, wie gesagt, das kann man jetzt noch kürzen. Wer vielleicht einen Faktor 30 da drin noch sieht, kann mit 30 kürzen. Und dann bleiben hier 28. Was haben wir unten? 33 übrig. Oder wenn man es als Kommazahl ausgerechnet hat, ja, sind es 0,85. Schreibe ich noch Prozentzahl mit dazu, damit wir alles dabei haben. Gut, einer von diesen Ergebnissen muss dabei sein, also entweder die 840,99, die 28,33, die 0,85 oder die 85%, ein von denen muss dabei stehen.